Aus Mils in Tirol sagt aus Triathlon TV ein herzliches Willkommen zur Zusammenfassung der diesjährigen Duathlon-Meisterschaft über die Sprintdistanz für die Nachwuchssportler und der Staatsmeisterschaft für die Elite- und Mastersportler. Wie gesagt, ausgetragen in Mils in Tirol am Samstag, den 20. April. Wir sehen hier die letzten Vorbereitungen, das Anmeldeprozedere für die Athletinnen und Athleten. Über 150 genannte Sportlerinnen und Sportler waren mit dabei, bei relativ kühlen Temperaturen, aber dennoch zumindest trockenem Wetter an diesem Tag in Mils und somit gute Bedingungen für die Ausrichtung dieser Meisterschaften. Wir sehen hier die Nachwuchssportler beim Einchecken und freuen uns hier auch das neue Kampfrichter-Equipment, das Equipment der Technical Officials des österreichischen Verbandes präsentieren zu dürfen. Der Verband hat sehr viel Geld hier im heurigen Jahr investiert, knapp 30.000 Euro, um hier die Kampfrichter auch entsprechend ausgestattet zu haben. Hier die letzten Vorbereitungen, da galt es noch ein wenig die Radständer umzuschrauben von Mountainbike-Formaten auf Rennrad-Formate, sodass das Rad auch entsprechend seinen Sitz hatte. Hier sehen wir Karl Brungraber bei der Vorbereitung gemeinsam mit Albuin Schwarz. Die Eliteathleten checkten ja gleichzeitig mit den Nachwuchssportlern ein. Und dann waren es um 11.30 Uhr, wie gesagt, die Nachwuchssportlerinnen und Sportler, die diese österreichische Meisterschaft entsprechend eröffneten. Es galt vorerst für die jungen Sportlerinnen und Sportler die Strecken von 5 Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren und nochmals 2,5 Kilometer Laufen zu absolvieren. Einige Hobbysportler waren auch darunter und bestritten diesen Bewerb als sogenannte Light-Version des nachmittäglichen Kurzdistanzrennens. Hier begleiten wir die Athleten auf der ersten Runde in Führung aus der Steiermark. Michael Singer von SU Tristyria kommt, der junge Bursche, wie gesagt, er war der führende Mann auf der ersten Runde, und hier haben wir schon die Verfolger mit einer jungen Dame ganz vorne mit dabei. Hanna Moser ist das von Wave Tri Team DS Wörgl, die eine tolle erste Laufzeit auf der ersten Runde hinlegte, aber der schnellste, das war Michael Singer. 14 Minuten 56 Sekunden benötigte er für die ersten knapp 5 Kilometer. Dann der Wechsel zum Radfahren für ihn. 20 Kilometer hier im Anschluss die Strecke, die es dann zu absolvieren galt. Hier sehen wir die erste Dame, Hanna Moser von Wave Tri Team DS Wörgl beim Wechsel. Sie damit auch die Führende in der Jugendklasse. Und wir sind auf der Radstrecke unterwegs mit der Spitze. Hier haben wir kurz Michael Singer gesehen. Dahinter sehen wir hier Philipp Horvath vom Bundesleistungszentrum Südstadt. Der junge Bursche startet für das Team CISA-ENS und hier wieder der führende Michael Singer. Gemeinsam galt es dann für die beiden, den abschließenden Lauf zu absolvieren. Philipp Horvath konnte aufschließen zu Michael Singer. Da sehen wir die beiden gemeinsam in die Wechselzone laufen. Und jetzt ging es um den Titel, den sich schlussendlich Michael Singer bei den Junioren sicherte. Und Gold gab es auch für Philipp Horvath, der in der Jugendklasse als Gesamtzweiter der schnellste der Jugendlichen war. Im Ziel dann die schnellste Nachwuchssportlerin Hanna Moser, der wir ganz herzlich gratulieren dürfen. Und hier schon das Ergebnis in der Jugend weiblich: Hanna Moser vor Sarah Scardelli und bei den Burschen Philipp Horvath vor Sebastian Hanusch und Lukas Gestaltner, sowie bei den Junioren weiblich Vivian Bloner vor Eva Berger und Clara Fuchs und den Junioren männlich Michael Singer vor Marcel Bachtoy und Stefan Hehnwatter. Gratulation, wie gesagt, den Nachwuchssportlern. Nach den Nachwuchssportlern der Jugend und Junioren waren dann die Eliteathleten bzw. Mastersathleten an der Reihe. Es galt, die Staatsmeistertitel zu vergeben, hier die letzten Vorbereitungen. Und dann ging es los für die knapp 100 Duathletinnen und Duathleten. Zuerst 4 Laufrunden, a 2,5 Kilometer, Gesamtstreckenlänge in dem Fall 10 Kilometer, die es zurückzulegen galt. Vom Beginn an wurde entsprechend aufs Tempo gedrückt. Wir sehen hier ganz vorne Karl Brungraber und Daniel Hochstrasser, das die beiden Führenden am Beginn, die, wie gesagt, gleich von Beginn an ordentlich aufs Tempo drückten. Hier in Blau vorne Daniel Hochstrasser, sollte aber nach der ersten Runde das Rennen vorzeitig beenden, fühlte sich an diesem Tag noch nicht wirklich gesund, war verkühlt, beziehungsweise
grippig in den Tagen vor dem Rennen und damit leider geschwächt das Rennen vorzeitig für ihn nach der ersten Laufrunde beendet. Hier vorne die Spitze, links Karl Bungaber, in der Mitte Hannes Hempel, rechts Daniel Hochstrasser. Wunderschöne Laufrunde hier um Mils und erstmals vorne mitzusehen, hier mit dem orangen Trikot Stefan Vratschecek. Er sollte im Laufe des Tages noch auf sich aufmerksam machen, er vom UTTB Burgenland nach Tirol gekommen und hier auf der ersten Runde in Führung Karl Brungaber, Stefan Vratschecek auf Platz 2, Thomas Steger der Dritte und die schnellste Dame Romana Slavinec. Sie war an diesem Tag ohnehin nicht zu schlagen. Die Runden waren dann auch relativ rasch absolviert. Schnellste Laufzeit 31.09 von Stefan Vratschecek. Hier die Besten schon beim Wechsel. Karl Brungaber sehen wir hier links, rechts Thomas Steger. Und kurz vorbeihuschen haben wir schon gesehen, Stefan Vratschecek in Orange. Das die Schnellsten nach den ersten 10 Kilometern. Hannes Hempel auch hier mit dabei. Die Top 4, also auf der Radstrecke unterwegs. Es galt 6 Runden, a 6,6 Kilometer zu absolvieren, also ziemlich genau 40 Kilometer die Raddistanz. Auch für Romana Slavinec wurde es dann ernst. Wechsel für sie. Nach dem Laufen ihre Zeit 35,47 für die ersten 10 Kilometer. Dürfte ein bisschen weniger gewesen sein an diesem Tag, in etwa 9,5 Kilometer die exakte Laufdistanz für die Athletinnen und Athleten. Wir begleiten auf der Radstrecke Romana Slavinec, kommt vom CML Fincon, heuer schon Staatsmeisterin im Wintertriathlon gewesen und, so wie es ausschaut, auch am heutigen Tag nicht zu schlagen. Die Führende bei den Damen. Tolles Rennen von ihr, war ungefährdet hier an der Spitze auf Platz 2 zu diesem Zeitpunkt. Ute Streiter vom Veranstalterverein Reika DTC Innsbruck. Langdistanz-Triathletin, die sich hier im Duathlon auf der Kurzstrecke präsentierte. Und der Führende bei den Herren setzte sich am Rad dann ab. Stefan Vratschecek war der stärkste Mann an diesem Tag am Rad, benötigte 55,07 für die 40 Radkilometer, also tolle Zeit, die er hinlegte. Und er legte doch einen gehörigen Vorsprung zwischen sich und seine Konkurrenten. Am Ende sollten es 3 Minuten Vorsprung sein, die er in die zweite Wechselzone mitnahm. 3 Minuten unter anderem auf Karl Brungaber, der hier zu sehen ist. Der Oberösterreicher startet für das Team Triebauer Freistadt. Im Zwischenklassement auf Platz 2 nach 3 der 6 Radrunden. So, und hier die nächsten Verfolger. Kurzer Positionswechsel wieder am Rad. Karl Brungaber hier zu sehen, knapp vor ihm Thomas Steger vom Wave-Tri-Team DS Wörgl. Der junge Wörgler zeigte ein ganz, ganz tolles Rennen an diesem Tag. 22 Jahre ist er jung. Beachtliches Ergebnis von ihm. Er sollte auch am Ende des Tages unter den Top 3 die Staatsmeisterschaft beenden. Studie hier von Thomas Steger, der wie gesagt ein ganz tolles Rennen an diesem Tag ablieferte. Noch immer blieb das Wetter zwar kalt, aber trocken. Wettervorhersage war für diesen Tag ganz, ganz schlecht. Regen wurde vorausgesagt, Schneefall nochmal bis in die Niederungen. Aber das Wetter hielt aus. Trockene Strecke, trockene Straße für die Duathleten und Duathletinnen und damit eigentlich sehr, sehr gute Bedingungen an diesem Renntag. Hier sehen wir Hannes Hempel. Lag auch während der gesamten Radstrecke auf den Positionen 2, 3, 4 immer im Wechsel mit Karl Brungaber. Thomas Steger, das die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten, aber in Führung hier zu sehen, Stefan Vratschecek, 3 Minuten konnte er auf den Radern Vorsprung herausfahren und die letzten 5 Kilometer lagen dann vor ihm. Hier sehen wir ihn schon beim Hinauslaufen, wie gesagt, 5 Kilometer, 2 Runden waren noch zurückzulegen, hatte sich sehr, sehr gut auf diese Staatsmeisterschaft vorbereitet, gilt ja eigentlich als Langdistanz-Duathlon-Spezialist, war 10. letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Zofingen auf der Duathlon-Langdistanz und er ist noch ein Kurzdistanz-Spezialist. Thomas Steger
auf Platz 2 im Zwischenklassement nach dem Radfahren, konnte sich auf der letzten Runde noch ein wenig absetzen von Karl Brungraber, aber quälte sich schon in der Wechselzone mit Krämpfen. Hier wenig davon zu sehen, er konnte sich dann wieder ein wenig erholen und erfangen und seine Pace auf der abschließenden 5 Kilometer Laufrunde durchziehen, aber einer war doch noch ein wenig schneller unterwegs als Thomas Steger. Mit der schnellsten Laufzeit aller Kontrahenten im zweiten Lauf konnte er noch ordentlich zulegen und sollte schlussendlich auch noch einmal Thomas Steger wirklich gefährlich werden um Gesamtplatz 2, während auf Platz 4 laufend Hannes Hempel zwar an den Medaillen vorbei, aber auf einem sicheren vierten Platz unterwegs war, auch schon am Ende der ersten von zwei Laufrunden hier zu sehen. Wir sind aber beim Staatsmeister. Gratulation an Stefan Vratacek. Toller Titel für ihn vom UTTB. Kommt er. Erster Staatsmeistertitel für den Burgenländer. Herzliche Gratulation an ihn. Dahinter wurde es spannend. Wir sehen es ganz links zu sehen. Karl Brungraber verläuft sich kurz vor dem Ziel, wird dann noch einmal darauf hingewiesen, zurückzulaufen und den richtigen Einlaufkanal zu finden. Da sprintet er zurück, kriegt gerade noch die Kurve und läuft als Zweiter ins Ziel, hat also Thomas Steger noch überlaufen. Der kommt hier als Dritter und damit sind die ersten drei komplettiert. Thomas Steger auf Platz 3, Karl Brungraber Zweiter und Stefan Vratacek als neuer Staatsmeister. Ganz vorne. Ja, und bei den Damen, wie schon erwähnt, kein Weg vorbei an Romana Slavinec. 15 Minuten knapp ihr Vorsprung der neuen Staatsmeisterin im Duathlon auf der Kurzdistanz, der zweite Titel in diesem Jahr für sie, auf Platz 2 in der Staatsmeisterschaftswertung. Regina Helfenbein-Vollmann vom 1. Reiker DTC Innsbruck und als dritte ebenfalls vom 1. Reiker DTC Innsbruck im Ziel, Ute Streiter, die Top 3 bei den Damen. Romana Slavinec, jetzt wird es dann langsam aber sicher schon zur Routine, dich beim Interview zu haben. Hat nur einige Wochen gedauert seit der Wintertriathlon-Staatsmeisterschaft, dass wir den zweiten Staatsmeistertitel des Jahres mit dir zum Interview bitten dürfen. Gratuliere, tolles Rennen, einmal mehr souverän, bist du gegangen. Ja, danke. Also Routine ist es noch lange keine, es ist immer aufs Neue ein hartes Rennen. Man weiß nie, was passiert und man muss es erst einmal ins Ziel bringen. Zum Rennen, mir ist super gegangen, ich habe auf mich geschaut, ich wollte ordentlich laufen und gescheit Radfahren und dann schauen, wie es beim zweiten Lauf, ob man alles geben müssen oder nicht. Ich habe nicht müssen alles geben, also hat schon gepasst. 10 Kilometer laufen, 40 Radfahren, nochmal 5 laufen, ist doch eine erhebliche Distanz. Für dich irgendein Problem oder kannst du da vom Anfang bis zum Schluss eigentlich die volle Pace gehen? Ja, also ich könnte die volle Pace gehen, wenn ich gemüsst hätte. Ich habe es mir halt ein bisschen einteilen können, weil ich gewusst habe nach dem Radfahren schon, dass der Abstand groß genug ist. Aber sonst ist halt 2 Stunden Vollgas, aber das hört man schon aus. Wie geht's bei dir weiter in der Saison? Ich fliege nächste Woche nach Antalya zum Europacup. Ah ja, zu dem wir dir noch gratulieren dürfen. Letzte Woche den Schwimmtest auf 1500 Meter bestanden. Also alles Gute nächste Woche beim Europacup und natürlich nochmal Gratulation zum Staatsmeistertitel. Danke. Hier noch einmal die ersten drei. Stefan Vratacek 1:43:05 vor Karl Brungraber und Thomas Steger bei den Herren und bei den Damen Romana Slavinec, Regina Helfenbein, Vollmann und Ute Streiter, die ersten drei in der Staatsmeisterschaftswertung. Wir bedanken uns beim veranstaltenden Verein, 1. Reiker DTC Innsbruck und Joshi Schlögl und seinem Team und freuen uns auf die nächste Berichterstattung dann wiederum vom Triathlon.